Moin, Hannes. Ich bin der Hannes Mahre. Wer wüsste das nicht? Liedermacher und Schöpfer von Klassikern wie diesem hier. Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort, hab mich niemals deswegen. Hannes Waders Platten standen damals in jedem aufgeklärten Haushalt. Auf Burg Waldeck nahm seine Karriere Fahrt auf. An Pfingsten 1966 war das. Aufbruchstimmung. Nach Berlin, drei Koffer voll mit Kokain, Cocaine. Reinhard May war da. Und Väterchen Franz Josef Degenhardt. Wader sang Volks- und Arbeiterlieder, bearbeitete sogar Plattdeutsches. Ende der 70er Jahre spielte er auch in der DDR. Das brachte ihm nicht nur Freunde ein. Halt doch mal die Schnauze da vorne. Heute, mit 70, pflegt Wader seine frankophilen Passionen und er ist immer noch da. Und vor allen Dingen nah dran. Solo oder mit seinem Freund Konstantin Wecker. Wenn der Sommer nicht mehr weit ist und der Himmel violett. Bitte begrüßen Sie den aufrechten, unbeugsamen Hannes Wader. Herr Wader, wenn die jungen Leute hier in der Runde von Lampenfieber erzählen, ja, dann muss man sagen, wie es Ihnen bei Ihren ersten Auftritten ergangen ist. Sie sollen nämlich so aufgeregt gewesen sein, Herr Mommsen, dass Sie mit dem Rücken zum Publikum gespielt haben. Ja, das ist passiert. Das ist so passiert. Aber was Lampenfieber betrifft, das habe ich bis heute nicht überwunden. Ich habe gewisse Techniken erworben, die man mit den Jahrzehnten drauf hat, um dann vor Publikum zu bestehen. Aber ich bin jedes Mal aufgeregt, jetzt auch. Und ich singe deswegen jedes Mal bei jedem meiner Konzerte seit 40 Jahren als erstes Lied heute hier morgen dort. Das kann ich im Schlaf und dann bin ich auch dann gleich drin. Das muss aber sein. Jetzt muss ich sagen, dieses Lied, das alle kennen und alle hören wollen, das hören wir bei uns ganz zum Schluss. Also um noch einen zusätzlichen Cliffhanger einzubauen zu dem Porno-Gespräch, das Judith führen möchte. Ja. Ja. Ja, ich wollte Sie nicht verwirren. Das war nicht klar. Herr Wader, können Sie sich denn an den Auftritt erinnern? 66, Burg Waldeck. Ja, es war so, ich studierte damals in Berlin Grafik und sang auf der Straße, um ein bisschen Geld zu verdienen. Also quasi von der Pike auf habe ich das ja gemacht. Und dann habe ich über irgendwelche Verbindungen Kontakt zur Waldeck, zur Burg Waldeck gehabt. Bin dort aufgetreten, hatte drei eigene Lieder. Und es war, glaube ich, das zweite oder dritte Festival, schon 1000 Leute oder mehr oder 2000, die auf der Wiese saßen, Open Air. 66 war das. Und dann machten die so ein, ich war vollkommen fertig, schon vorher. Und dann machten die da irgendwie so ein Alarm. Und ich wollte dann runter von der Bühne und da kamen Leute auf mich zu und schoben mich wieder zurück auf die Bühne. Und die wollten eine Zugabe haben. Ja, die wollten eine Zugabe haben. Aha. Und ich dachte, die wollten mir was tun. Ja. Ich hatte vorher nur bei studentischen Rotweinfäden oder so abends mal ein Lied gesungen. Was und das mir bei den Mädels auch gut ankam, aber mir nicht. Was macht denn jemand, der nur drei Lieder beherrscht bei der Zugabe? Ja, die singen, fängt von vorne an. Das ist gut. Und die Leute haben es geschluckt. Nein, nicht nur geschluckt, sie wollten nach der Wiederholung der drei Lieder noch eine Fortsetzung haben. Ja. Und wissen Sie, können sich noch erinnern, was dann passierte? Nein, das weiß ich nicht mehr, das habe ich verdrängt. Aber ich weiß das von einem Zeitzeugen. Sie sind in den Wald gelaufen und haben einen Heulkrampf bekommen.
Jetzt erinnere ich mich wieder. Ich dachte, ich hätte das erfolgreicher verdrängt. Herr Wader, Sie sagten, Sie spielten in Cafés vor wenigen Studenten, Sie wollten Frauen imponieren. Hat das geklappt? Ja, ich hatte es leichter mit den Mädels. Aber ja, das war eigentlich meine erste und einzige Absicht, an Mädchen ranzukommen. Also Sie wollten weniger die Welt verändern? Nein, überhaupt nicht. Ich fand mich damals scheiße aussehend und ich hatte überhaupt keinen. Die Mädels guckten mich gar nicht durch mich hindurch. Und da habe ich über dieses Vehikel, Musik, Gitarre und Songs, das irgendwie so Aufmerksamkeit. Aber das Thema beschäftigt Sie bis heute, weil bei Ihrer, auf Ihrer neuen CD, die, glaube ich, heute zufällig rauskommt, da und nah dran heißt, da ist dieser Titelsong halt nah dran, die Geschichte eines Menschen, der nicht so viel Glück mit Frauen hat. Und Sie lassen es offen, ob das alles autobiografisch ist oder nur so ein bisschen, aber mir hat am besten die Geschichte gefallen von einem Mädchen, das in Ekstase gerät, weil sie bei einem Konzert Reinhard May hört, der heute hier, morgen dort singt. Und dann dachten sie, das kann ich irgendwie auch, spielen ihr eine Serenade, Gute Nacht, Freunde, und sie hetzt ihnen den Hund auf den Leib. Ja, sie haben vergessen, dass sie, dass dieses Mädel dem Sänger, der hat drei Ordner umgerissen, auf die Bühne gestürmt und hat ihm ihren Tanga ins Gesicht geschmissen. So kommt das in der Person. Genau. Bei mir, bei meiner Serenade, hat sie das unterlassen, sondern mir, mir den Hund auf den Hals gehetzt, aber nicht nur auf den Hals, sondern der ihr dann meinen Slip brachte. Wenn auch in 1000 Schwätzen, so heißt es ungefähr. Aber das ist alles gelogen. Das ist alles gelogen, alles gelogen. Aber soll ich Ihnen eine wahre Geschichte erzählen, die wir von Frau Egler wissen? Frau Egler hat erzählt im Vorgespräch, dass sie ihre Musik ganz toll fand, aber den Liebesbrief hat sie an Konstantin Wecker geschickt. Ja, ich muss zugeben, es ist leider wahr. Das tun Sie mir an. Ja. Also. Es tut mir leid, aber es kam bei Konstantin Wecker sehr von Herzen. Ja, aber ich mag Sie beide heute noch immer sehr gerne. Ja. Also ist schon in Ordnung. Ich mag ihn ja auch und es ist schon in Ordnung. Ja, okay. Sie gehen ja inzwischen zusammen auf Tournee und haben auch einen hinreißenden Film, den ich nur empfehlen kann, zusammen bestritten. Der heißt Wader, Wecker, Vaterland. Ist letztes Jahr in die Kinos gekommen. Da sieht man Sie auf dieser Tournee. Der Wecker ist ja das Gegenteil von Ihnen. Der liebt es, auf der Bühne zu stehen. Ist ein Vulkan an Vitalität. Liebt das Leben, ist nicht schüchtern, geht auf die Leute zu. Müssen Sie so einen wie Wecker früher nicht gehasst haben? Ja, irgendwie, aber genau das ist es. Konstantin ist wirklich in allem, was ich mir so vorstelle und jetzt gerade mir denke, das Gegenteil von mir. Er agiert auf der Bühne, er schwitzt furchtbar gern. Ich hasse es zu schwitzen. ich stelle mich, komme auf die Bühne, stelle mich wie ein Stock hinter das Mikrofon. Und Konstantin, der springt dann, wenn das Klavier nicht schon halb kaputt geschlagen hat, dann geht er auf die Bühne und agiert und nimmt auch noch ein Bad in der Menge. Ja. Also wenn Sie mich jemals dabei erwischen, können Sie mich erschießen. Ein Bad in der Menge. Das hängt aber wahrscheinlich damit zusammen, dass ich auch da das Gegenteil bin von Konstantin. Konstantin hat offensichtlich ein Urvertrauen zu den Menschen, zum Publikum und bietet sich ihm an und stülpt sich ihm über und lässt sich überstülpen, wie auch immer. Und ich habe einen Grund. Also all das, was auch Schauspieler hassen, oder? Überstülpen? Ja. Ich habe ein Misstrauen gegenüber dem Publikum, das ich nie habe richtig ablegen können. Dass ich mich frage, was wollen die bloß alle von mir? Aber warum setzen Sie sich dem aus dann? Das ist ja krass. Ich wollte wohl was beweisen. Ich wollte wohl was beweisen. Zu Anfang. Also erstmal an Mädchen rankommen, dann. Die eigene Angst überwinden? Mit etwas, was mir gar nicht liegt. Reüssieren. Also
Also sich überwinden, zu singen und also mich darzustellen, auf der Bühne darzustellen. Mhm. Es liegt mir, ich bin eigentlich gar keine Bühnenexistenz. Eigentlich sollte ich da gar nicht hin. Aber ich habe Glück gehabt. Wenn ich auf die Bühne komme, dann mögen die Leute das oder sagen oder hören mir zu. Ja? Ja. Also es muss da so eine Ausstrahlung dann sein, die unerlässlich ist, sonst drehen mir die Leute in den Rücken zu, nicht ich ihnen. Gott sei Dank geglückt. Und inzwischen habe ich auch mehr Vertrauen zum Publikum. Also, Sie spüren ja auch die Sympathie wahrscheinlich des Publikums. Ja. Oder ja, nicht? Doch. Ich bin sicher, Sie